Weidenfeller glaubt an Neuer. Roman Weidenfeller macht sich keine großen Sorgen um einen Einsatz von Manuel Neuer bei der Weltmeisterschaft in Brasilien. Es sei zwar eine bescheidene Situation, heutzutage sei aber alles möglich, sagte der 33-Jährige im Interview mit Sport1. Er gehe stark davon aus, dass Neuer rechtzeitig fit werde. Sollte aber etwas passieren, stehe er natürlich bereit, so Weidenfeller. Neuer hatte sich im DFB-Pokalfinale mit Bayern München gegen Borussia Dortmund einen Kapseleinriss an der rechten Schulter zugezogen. Der 28-Jährige befindet sich seitdem in medizinischer Behandlung. FCA verpflichtet Vollner. Markus Vollner wechselt zur kommenden Saison vom Absteiger 1. FC Nürnberg zum FC Augsburg. Vollner zeigte sich über den Transfer erfreut. Der FCA habe in den vergangenen Jahren eine gute Entwicklung genommen, sagte der Mittelfeldspieler. Er freue sich, dass der Verein ihm die Möglichkeit biete, weiter in der Bundesliga zu spielen. Der 32-Jährige unterschreibt bei den Augsburgern einen Vertrag bis Juni 2016. Bayern ist wertvollste Marke. Der FC Bayern München ist laut einer Studie von The Brand Finest Football 50 die wertvollste Marke der Welt. Der Doublesieger konnte damit seinen ersten Platz aus dem Vorjahr verteidigen. Der Wert des Rekordmeisters steigerte sich um rund 36 Millionen Euro auf 896 Millionen Euro. Auf den Plätzen 2 und 3 liegen Champions-League-Sieger Real Madrid und Manchester United. Neben den Bayern ist auch Borussia Dortmund in den Top 10 vertreten. Die Borussen liegen auf Platz 9 der Liste. Neymar heiß auf WM-Titel. Der brasilianische Star Neymar hat seine großen Ambitionen bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land untermauert. Er habe Ronaldo und Romario gesehen und wolle wie sie Weltmeister werden, sagte der 22-Jährige dem TV-Sender Globo. Der Druck sei zwar da, es handle sich aber um einen Traum seit Kindheitstagen. Jetzt müsse man Fußball spielen, so der Offensivspieler weiter. Gastgeber Brasilien trifft in der Vorrunde der WM auf Kroatien, Mexiko und Kamerun. WM aktuell, immer brandaktuell und ganz nah dran.